Die Kraichgauer haben einfach keine Königsklasse. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat auch im fünften Anlauf den Premierensieg in der Champions League verpasst. Durch das 2:3, 2:2 gegen Schachtar Donetsk ist die TSG in der Gruppenphase gescheitert. Auch die Chancen auf den Trostpreis Europa League stehen äußerst schlecht. Das Spiel in der Ticker-Nachlese: Der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramarik, 17. und der Schweizer WM-Teilnehmer Steven Zuber, 40. trafen für Hoffenheim. Ismaili, 14. und Tyson, 15. 90.2 waren für Donetsk erfolgreich. TSG-Stürmer Adam Schalai sah die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. 60. Die TSG-Trainer Julian Nagelsmann auf die Palme brachte: Die gelb-rote Karte ist in meinen Augen ein absoluter Skandal. Das war beides keine gelbe Karte, echauffierte sich der zukünftige Leipzig-Trainer. Zudem konstatierte er: Wir haben es herausragend gemacht in Unterzahl, aber der Ball muss halt rein. Nagelsmann schießt gegen den Schiedsrichter. Es ist ein guter Schiedsrichter, aber das war nicht auf Champions League Niveau, wurde Nagelsmann bei DAZN deutlich. Doch auch mit der Chancenverwertung seiner Truppe war Nagelsmann unzufrieden. Es ist am Ende des Tages dann auch eine Qualität, die Chancen, die du herausspielst, zu nutzen. Dennoch könne der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, erklärte Nagelsmann. Die Jungs haben alles gegeben, es hat nicht gereicht. Das ist bitter, erklärte der Hoffenheim-Trainer. Auch Steven Zuber ist enttäuscht. Wir haben wieder einmal ein sehr gutes Spiel gemacht, aber am Ende entscheiden die kleinen Dinge, erklärte der Schütze zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Wir haben die ersten 15 Minuten verpennt, erklärte Nico Schulz. Das zweite Gegentor ist mein Fehler, erklärte der Nationalspieler. Es sei einfach unglücklich gelaufen. In zwei Wochen müssen die Hoffenheimer bei Manchester City antreten und hoffen, zumindest noch Schachtar im Fernduell vom dritten Platz der Gruppe F zu verdrängen. Das wird schwer. Manchester City ist eine gute Mannschaft, erklärte Schulz. Service: Die Tabelle der Gruppe F Anzeige. Jetzt das neue Trikot von Hoffenheim bestellen. Hier geht's zum Shop. Vor der Partie ging es für Nagelsmann in erster Linie darum, die Defensivschwäche seiner Mannschaft in den Griff zu bekommen. Im Grunde müssen wir nur besser verteidigen, das ist der Schlüssel, sagte der 31-Jährige, dessen Team in den vier Partien zuvor bereits 9 Gegentore kassiert hatte. Hoffenheim startet unkonzentriert, die Profis hatten ihrem Coach aber offensichtlich nicht zugehört. Die Gastgeber, bei denen Dennis Geiger, Benjamin Hübner, Nadim Amiri, Lukas Rupp, Joe Linton und der gesperrte Kasim Adams fehlten, waren zu Beginn vollkommen unkonzentriert. Die schwache Anfangsphase der Hoffenheimer wurde von Donetsk sofort bestraft. Service, Ergebnisse und Spielplan: Bei den beiden schnellen Gegentoren war das Abwehrverhalten erneut mangelhaft. Vor allem Kapitän Kevin Vogt, Harvard Nordfight und Nationalspieler Nico Schulz machten keine gute Figur. Dennoch waren die Kraichgauer unter den Augen der 22.920 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena nur kurz geschockt. Kramarik brachte die TSG nach Vorarbeit von Ayşegül Belfodil mit einem sehenswerten Heber zurück ins Spiel. Anzeige: Champions League live bei DAZN, jetzt kostenlosen Probemonat sichern. Hoffenheim stärker nach der Pause. Rund 10 Minuten später hatten die Hoffenheimer Glück, dass Junior Moritz seinen Kopfball knapp neben das TSG-Tor setzte. 28. Nach dieser Szene passierte nicht mehr viel. Die Nagelsmann-Elf brachte in der Offensive so gut wie nichts zustande. Von Spielwitz und Kreativität war kaum etwas zu sehen. Der Ausgleich durch den Kopfball zu Zubas war eher ein Zufallsprodukt. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Hoffenheimer die Schlagzahl und setzten die Ukrainer unter Druck. Die Führung für den Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp lag in der Luft. Die Drangperiode ging allerdings ohne TSG-Treffer zu Ende.
Stattdessen standen die Hoffenheimer nur noch mit 10 Mann auf dem Platz, da sich Schalai innerhalb kurzer Zeit 2 Fouls leistete, die von Schiedsrichter Ivan Kruzliak, Slowakei, mit Gelb-Rot bestraft wurden. Trotz der Unterzahl hätte Zuber die Hoffenheimer fast in Führung geschossen, der Schweizer traf aber nur die Latte, 69. Im Anschluss drängten die Kraichgauer weiter auf das dritte Tor, mit der Zeit schwanden aber die Kräfte. Kurz vor dem Abpfiff trafen die Gäste den Posten. Wenig später zerstörte Tyson alle Träume der Kraichgauer. Jetzt die Sport1-App herunterladen.